Der Nussknacker und die vier Reiche enthält alle Elemente der klassischen Geschichte. Aber diese Version des Nussknackers ist kein Ballett. Dieser Film macht die beliebte Geschichte durch seine neuen, überraschenden Wendungen zu einem sagenhaften Kinoabenteuer. Das künstlerische Niveau in diesem Film ist enorm. Vom Kostümdesigner zum Haar- und Make-up-Stylisten, dem Requisiteur bis hin zum Setdesigner durften alle ihre Fantasie freien Lauf lassen. Wo bin ich? Willkommen in unserer Welt. Das Blumenland, das Schneeflockenland und das Naschwerkland. Doch Reich Nummer 4, hier begann unser Kummer. Was mir besonders gefallen hat, war, dass man hier seinem inneren Kind nachspüren konnte. Wir sind hier in einer sehr aufregenden Welt, äußerst originell. Soldaten, Spielzeug wird zum Leben erweckt, Mäuse, der Mäusekönig. Es fühlt sich an, als sei man in einem der schönsten Paläste der Welt. Jedes einzelne Set ist ein Kunstwerk. Und wir haben eine ganz wunderbare Kostümdesignerin, Oscar-Gewinnerin Jenny Bevan. Jeder einzelne Nadelstich birgt so viele Details. Selbst wenn die Kamera sie nicht unbedingt einfangen kann, sind sie da und wunderschön. Ich hätte nie gedacht, einmal in einem Film dieser Größenordnung dabei sein zu dürfen. Teil einer Geschichte zu sein, die mir so viel bedeutet, ist ein wahr gewordener Traum. Wenn man sich den Nussknacker und die vier Reiche im Kino ansieht, wird man entführt in eine Welt voller Schönheit und Magie. Ich bringe es wieder in Ordnung. Helfen Sie mir? Der Nussknacker und die vier Reiche.